Während einer Routinekontrolle auf einer Raststätte fällt den Beamten der Autobahnpolizei eine junge Frau auf, die offenbar verletzt am Boden liegt. In unmittelbarer Nähe steht ein schwarzer PKW, dessen Fahrer ebenfalls verletzt ist und stark blutet. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Die hat uns angegriffen. Darf ich mal sehen? Darf ich mal sehen? Guten Tag. Gerke. Ruf mal ein RTW. Ja, Gerke von der Autobahnpolizei. Wir sind jetzt da. Kommen Sie mal zu mir hier. Wir klären das jetzt zusammen. Wir müssen so was machen. Es kann nicht sein, dass man so eine Verrückte hier rumlaufen lässt. Ach, Sie haben auch direkt. Ich bin verrückt, oder? Was haben Sie da? Ausweis. Personalausweis, super. Wir sind hier ganz normal Streife gefahren und als wir um die Ecke gebogen sind, lag da eine Frau auf der Straße, wo wir erstmal nicht sehen konnten, was da passiert ist und zwei Männer aufgeregt neben dem Auto stehen. Ich bin halt total auf den Boden geknallt und keine Ahnung, es ist nichts passiert. Ich bin von einer Freundin von Hamburg nach Frankfurt, die wollten mich nach Hause bringen mit Fahrgelegenheit und auf einmal machen die hier so einen Aufstand und schmeißen mich raus und beschuldigen mich jetzt. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und das ist passiert beim Aufprall auf den Asphalt? Ja, die haben mich aus dem Auto geschubst. Okay. Entschuldigung, Herr Wachtmeister, das ist totaler Unsinn, was Sie da erzählen. Sie dürfen da gleich auch. Gelogen. Sie dürfen gleich auch. Die Kollegin hat jetzt erstmal die Dame befragt. Wer und jetzt sind Sie denn? Sind Sie gleich auch dran. Freier Dingel. Nochmal bitte. Freier Dingel, 23 und ich komme eigentlich aus Frankfurt. Ich kann Ihnen auch auf dem Handy zeigen, dass ich die Mitfahrgelegenheit auf jeden Fall gebucht habe. So, also Sie haben eine Mitfahrgelegenheit gebucht über eine App, ja? Genau. So, bei? Bei mir. Bei ihm, ja. Okay. So. Und dann haben Sie die wo aufgegabelt in? Ich fahre von Hamburg nach Frankfurt. Okay, und in Hamburg ist sie zugestiegen? Ja. Okay, darf ich das mal sehen? Ja. Hm. Okay. Das heißt, Sie sind der Antonius? Ja. Ich will jetzt auch gar keine große Aktion draus machen. Ich wollte einfach nur... Keine große Aktion? Überleg mal, was das für eine Aktion ist. Guck dir mal an, wie ich aussehe. Ich wollte die einfach nur loswerden. Die ist verrückt. Die hat mir da in den Lenker gegriffen und hat mir da voll eine verpasst. Weil, keine Ahnung, die sind alle irre, die Weiber. Ich soll dich geschlagen haben. Ja, ganz im Ernst, guck mich doch mal an. Jetzt mal wirklich. Tu doch nicht so. Sie wollen von Hamburg nach Frankfurt? Ja. Über welche Landkarte fahren Sie denn, wenn Sie über Köln fahren müssen? Da war ein Stau und da sind wir. Da sind aber ein paar viele Kilometer Umweg, ne? Ja. Da ist ja. Ey, wir sind auch schon lange unterwegs. Ich mach das so, wie mein Navi wollen wir auch schnell sagt. Weiter. So. Herr Blume, schon mal Ihrer. So, und dann sind Sie zugestiegen und jetzt war er der Meinung, er hat keine Lust mehr, schmeißt Sie dann raus, ja? Ja, irgendwie sowas. So, und Ihre Story ist jetzt? Ja. Welche? Ja, es war erst alles ganz normal. Ich hab sie eingesammelt. Ja. Nettes Mädchen und so und dann irgendwie sind wir gefahren, ein bisschen unterwegs gewesen und dann fängt sie auf einmal an, über den Fahrstil zu meckern. Ich würde ganze zu Zeit. Ich würde und Sie zu waren die ganze auffahren. Zeit dabei, ja? Ich war die ganze Zeit dabei. Ich bin und der Sie Beifahrer. Haben Beifahrer gesessen und Sie haben dahinter gesessen, hinter dem Fahrer. Okay, gesessen. Ja. Bitte weiter, ja. Ja, sie meckert dann irgendwie, ich würde zu nah auffahren, ich würde irgendwie drängeln oder so. Ich fahre seit 10 Jahren Autos, irgendwie ganz normal gefahren und dann hat sie angefangen so zu treten, irgendwie gegen den Sitz. Ich habe immer so ein Knie in den Rücken gekriegt und ja, ich gesagt, sie soll halt leise sein und soll sich irgendwie beruhigen, weil es ja auch so ein Sicherheitsding ist. Ich soll was und, gemacht haben? Ja, ich rede doch jetzt hier gerade, oder? So, und dann wurde die auch irgendwie immer unruhiger und hatte richtig wie eine Furie irgendwie. Und da hat die auf einmal in den Lenker gegriffen, so richtig quer drüber. Ey, so einfach, wie kann man sowas machen? So einfach quer drüber reingegriffen. Und ich musste mich richtig beruhigen, musste sie dann so weg. Und dann haut die auf einmal auf mich ein. Und ich guck so nach hinten, dann krieg ich voll eins in die Fresse. Und blut hier wie so ein Schwein. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt irgendwie so tut, als wäre ich hier derjenige, der irgendwie Mist gebaut hat. Also hier gab es widersprüchliche Angaben. Die zwei Herren gaben an, dass die Dame wohl zwischendurch ziemlich rabiat gewesen ist, wohl auch ins Lenkrad gegriffen hat, mehrfach dem einen Herrn sogar einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hat und dass man sich deswegen hier ihr entledigt hat. Sie gab allerdings an, dass man sie plötzlich einfach hier hat ohne Grund auf dem Rastplatz rausgeschmissen. Da stellt sich natürlich mir die Frage, welche Geschichte stimmt denn hier? Also das war genau, wie der gesagt hat. Ey. Das war ganz du am Anfang total normal. Klar, er sagt ja auch, ich sage auch die Wahrheit. Ist sie auf einmal immer verrückter geworden. Kennen Sie sich beide denn? Nee. Wieso ist er denn nicht angemeldet? Weil hier ist nur eine Person angemeldet in dieser App. Ja, das war ein Kollege von mir, der hat gesagt, ey, kannst du den mitnehmen? Und da habe ich gesagt, ich habe sowieso noch einen Platz frei, kann ich machen. Wir haben hier zwei Verletzte. Er hat einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und sie ist wohl aus dem Auto geworfen worden und hat jetzt hier Schürfwunden über den Asphalt geratscht. Okay.
Ja, nee, da müssen wir uns auf alle Fälle angucken. Er blutet aber ziemlich stark aus der Nase. Ja, finde ich wohl auch. Ja, so willst du es jetzt nicht. Ich wollte eigentlich einfach nur, dass es irgendwie schnell vorbei ist. Ja, aber naja, so können Sie auf jeden Fall nicht weiter, ne? Nee. Das wissen Sie auch. Außerdem haben wir ja hier zwei Körperverletzungsdelikte im Raume stehen. Ne? Ich meine, das ist ja kein Kaffeeklatsch. Die Sanitäter bringen den blutenden Mann zum Rettungswagen, damit er sich zur Versorgung der Wunde hinsetzen kann. Die Polizei prüft derweil die Hände der Mitfahrerin auf Kampfspuren. Das Ergebnis ist negativ und passt nicht zur Aussage des verletzten Fahrers. Irgendwie sieht das ein bisschen wilder aus, als Sie es wahrscheinlich gerade denken. Ja, ey, man hat sich schon mal geprügelt. Ich bin schon immer nach Hause gegangen. Ja, aber so soll man das aussieht. Es läuft ohne Ende, gell? Ja, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so. Und das war jetzt so, die junge Dame, oder ja, was? Ja, klar, ey. Die hat mir voll eine draufgegeben. Ich habe auch. Glaubt man okay. Nicht, sie sieht nicht so aus, aber die hat ordentlich was drauf. Das war irgendwie total abgefahren. Mir hat keiner geglaubt. Ich stand da als Tatverdächtige und es wurde einfach die ganze Zeit immer, immer schlimmer. Herr Joltin, was mich so gerade so ein bisschen stutzig macht, also wenn Sie tatsächlich einen auf die Maske bekommen haben, dann müssen Sie die Brille ja danach aufgesetzt haben, weil die wäre ja sonst mindestens zwei Teile. Nee, weiß ich nicht. Also ich hab die einfach wieder angezogen. Die ist ja auch blutverschmiert und so. Also so ganz ja, aber die wäre ja dann bei einem Faustschlag auf die Nase wäre die ja kaputt gegangen. Ja, dann habe ich die danach wieder aufgezogen. Also Sie. Also kaputt gegangen. Nochmal. Ist die nicht. Also Sie machen die Brille ab, um sich dann ein paar auf die Maske hauen zu lassen und ziehen die dann wieder auf. Die ist runtergefallen, als ich eine verpasst gekriegt habe. Ach so. Der Fahrer hatte ein ziemlich heftiges Hämatom im Gesicht und der blutete ja auch relativ stark. Und das Detail an der Sache war, aber die Brille war noch ganz. Und da muss ich mich da fragen, wenn jemand so mit solcher Wucht ins Gesicht geschlagen hat, dann muss die Brille doch kaputt gehen. Also habe ich ihn gefragt, so, was mit der Brille passiert. Und er gab lapidar an, oh, ihm wäre die runtergefallen und er hätte die wieder aufgesetzt. Also ganz ehrlich, das glaubt ihm doch kein Mensch. Nehmen Sie irgendwie Medikamente ein oder sowas? Irgendwas, was Sie standardmäßig nehmen? Ich habe eine Grippe gehabt. Ich habe halt Kopfschmerztabletten gefressen, wie Smarties. Ja gut, das ist auch nicht so clever, ne? Ist halt auch Blut verdünnt. Also da kann natürlich das Blut dann auch schon ordentlich laufen. Also ich sag mal, dann wäre es theoretisch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber hat sie überhaupt theoretisch die Möglichkeit, so viel Kraft aufzuwenden? Naja, gut, wenn du jetzt Blutverdünner nimmst, dann reicht es dir nur, dass ein bisschen kommt, dann läuft die Suppe halt ordentlich. Ne? Bei Kopfschmerztabletten oder bei Schmerztabletten generell ist es so, dass die eine blutverdünnende Wirkung haben. Heißt also, wenn man jetzt jemanden schlägt, wie diese Dame eventuell, dann ist es so, dass diese Verletzungen in dem Fall viel schlimmer aussehen können als der eigentliche Schlag, da natürlich dann die Blutung viel stärker ist und sich viel mehr verbreiten kann und eben viel mehr Blut aus der Person rausfließen kann. Die Mitfahrerin betont trotz allem weiter ihre Unschuld. Voller Verzweiflung schildert sie, wie die Männer ihr nach dem Rauswurf nicht mal ihre Reisetasche mitgegeben haben. Als der verletzte Fahrer die Tasche daraufhin holen will, landet ein verdächtiges Päckchen auf dem Boden. Lassen Sie mal liegen. Wir lassen das nicht. Was ist das denn jetzt? Das ist aber nicht meins. Das ist auf gar keinen Fall von mir. Wessen ist das? Von mir nicht, das muss ja von ihr sein. Leute, das fliegt doch nicht ins Auto. Wem ist das? Also mehr davon ist auf jeden Fall nicht hier drin. Meins ist das ist ja eindeutig aus ihrer Tasche. Aus meiner Tasche, ist doch gerade rausgefallen. Ahnung, die war in eurem Kofferraum. Was weiß ich, was ihr damit gemacht habt. Mach mal auf, ne? Genau. Einmal aufmachen. Ja, ist es auf nicht. Jeden Fall aufmachen. Gehen Sie mal hier nach vorne zu Ihrem Auto, bitte. Das würde mich auch mal interessieren, was da drin ist. Hier fiel ja ein Päckchen aus der Tasche und kurze Zeit später haben wir ja noch ein zweites Päckchen in der Tasche gefunden. Dementierte natürlich jeder, oh, gehört mir nicht, gehört mir nicht. Und spätestens da musste ich doch mal reingucken, was denn drin ist. Eieieiei. Leute, das ist kein Backpulver. Nee. Sieht aber ist das aus. Euer Boah. Ernst? Was, das ist doch eine Koksdealerin oder was? Ich ist die Alte auch so irre? Ja, nicht so voreilig. Ich könnte ja auch Amphetamin sein. Glauben, dass das nicht aus meiner Tasche kommt. Deswegen ist sie auch so durchgeknallt die ganze Zeit. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Die Polizisten beschließen, das Auto zu durchsuchen. Dabei stellen sie fest, dass weder der Fahrer noch der Beifahrer eine eigene Tasche oder sonstiges Gepäck dabei haben. Auch Drogen sind keine mehr zu finden. Dafür aber blutverschmierte Handschuhe. Ey Leute, das wird ja immer besser. Ja, das Blut, eindeutig. Da können Sie ja wohl sehen, dass die so groß sind, dass die mir überhaupt nicht passen. Nein, 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 nein. Was habt ihr da gefunden?
Was ist ein das? Turm mit Blut. Okay. Ist noch frisch, oder? Wow. Ja. Also das sieht jetzt nicht alt aus. Ja, das nee. Musste, keine Ahnung, vielleicht ist das passiert, als sie mir eine draufgehauen hat irgendwie. Als ich dir eine draufgehauen habe, jetzt ja, komm mal wieder. Aber da sieht doch Blinder mit dem Krückstock, dass das keine Damenhandschuhe sind, Leute. Wen wollt ihr also hier eigentlich verarschen? Meine sitzt auf jeden Fall nicht, ey. Die habe ich noch nie gesehen. Jetzt gib's doch einfach zu, was passiert ist. Ihr kommt aus der Nummer sowieso nicht mehr raus. Sag doch einfach die Wahrheit. Vielleicht mal nach den Knöcheln gucken. Ich meine, wenn jemand da einen ordentlich umgehauen hat, müsste man das ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen erkennen können. Eigentlich schon, eigentlich schon. So, dann ran marschiert hier, zwei Schritte nach vorne. Genau, Hand ausstrecken bitte. Einmal umdrehen. Das ist die. So, könnte von jedem sein. Fingerlänge her zumindest würde es bei Ihnen passen können. Die Beamten machen auch die Gegenprobe bei Mitfahrerin Freier, deren Hände allerdings deutlich zu klein sind. Als Polizist Holger Gerke im Anschluss erneut einen Blick auf die Ausweise der Männer wirft, fällt ihm bei einem der Dokumente etwas Seltsames auf. Fass mal an, ich weiß nicht, ob du das fühlst. Das ist Bullshit. Ja. Ich bin mal gespannt, was ist er hier von Oette? Ach, mein Bauchgefühl sagte mir hier, die Frau hat die Wahrheit gesagt und nicht die zwei Männer. Denn mal abgesehen vom Verletzungsbild, er sah doch aus, als wäre dem ein Elefant ins Gesicht getreten und nicht so ein zartes Persönchen. Spuck's doch einfach aus, sei doch einfach mal ehrlich. Ja, wirklich. Komm in, Arnold. Ich will nur sagen, die hat uns angegriffen. Ja, da haben wir doch eben die Ersatzdaten geschickt. Tut mir leid, das hat eine Weile gedauert. Ich habe da gerade ein bisschen Recherche bedarf. Ich habe mich total wohl bei meinem Auto gefühlt und ihr wollt mir jetzt hier so einen Mist angehen. Fahrer des PKW soll dieser Antonio Fernsehen sein. Ja, korrekt. Ja, da würde mich mal interessieren, wie alt der Mann ist. An Antonio Fjolzin gibt es tatsächlich in Köln. Der Junge ist 10 Jahre alt. Also irgendwas stimmt da nicht. Der Ausweis ist eine Klaune, eine Fälschung oder es ist irgendwas anderes schiefgelaufen. Führt dem Jungen auf den Zahn. Ja, Herr Fjolzin. Ja. Was wir schon vorhin gedacht haben, ne? Wir haben ja hier so einen schicken Ausweis. Der fühlt sich auch schon doof an und sieht doof aus. 10 Jahre sind Sie nicht. Hier steht drauf, Sie sind 30. Das kommt auch eher hin zu dem, was ich sehe. Die Angaben sind falsch. Wir haben hier komische Ungereimtheiten damit. Wir haben komisches Pulver gefunden. Eine verletzte Dame. Wem soll ich denn jetzt hier glauben? Was ist denn jetzt hier los? Ich sag gar nichts mehr. Gar nichts. Nichts mehr? Nee. Dann erkläre ich Ihnen jetzt mal, wie die Sache hier läuft. Sie zwei kennen sich nämlich so rein zufällig. Wie genau, weiß ich nicht, ist mir aber egal. Sie zwei kennen sich. Und weil Sie vielleicht sonst im Leben nichts auf die Kette kriegen, haben Sie sich gedacht, oh, wir mimen mal den Drogenkurier von Hamburg nach Frankfurt. Damit das Ganze aber nicht dumm auffällt, haben Sie sich noch eine Mitfahrgelegenheit mitgenommen. Diese Mitfahrgelegenheit wurde Ihnen aber irgendwann vielleicht zu viel und die haben Sie dann hier rausgeschmissen. Dummerweise kamen wir aber gerade um die Ecke und haben sich gedacht, alles klar, jetzt wollen wir mal hier super oberschlau sein. Sie sich die Brille aufgezogen, Sie haben sich die Handschuhe angezogen und haben dem Kollegen hier noch schön ein paar auf die 12 gehauen. So sieht's aus. Lächerlich. So, und ich würde mal fast behaupten, das sind mindestens 5 Jahre Knast für jeden. Ja. Soll ich Ihnen mal was verraten? Wenn derjenige, der diesen Stoff hätte bekommen sollen, jetzt feststellt, dass er den nicht bekommt, denn er wird ja schön bei uns beschlagnahmt, dann haben sie nämlich noch ein Problem. Ich glaube, dann sind sie im Knast nämlich noch am besten aufgehoben. Ey, Mann, ey, ich habe keinen Bock auf die ganze Scheiße, Mann. Deswegen in den Knast zu gehen, das lohnt sich nicht, ey. Du hast nur gesagt, ich soll mitfahren, Mann. Halt doch dein Maul. Das war jetzt. Alles deine Idee, Mann. Mhm. Ey. Was kommst du jetzt mit so einer Scheiße? Doch Scheiße, in den Knast zu gehen jetzt deswegen, Mann, ey. Die beschissene Kacke so. Aha. Kein Bock mehr, Mann. Es ist alles so gewesen, ey. Ich habe keine Ahnung, was ey, wir sollten das Zeug nur von A nach B bringen, Mann. Und dann kam da was dazwischen. Ich sollte eigentlich nur mitfahren, ey. Es sollte eine schnelle Nummer werden. Da wäre ja die Idee, die ich gehabt habe, gar nicht mal so verkehrt, ne? Ich weiß gar nicht, was der redet. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der redet. Okay. Keine Ahnung, was der redet. Ist mir jetzt auch egal. Sie kommen auf jeden Fall beide jetzt mal mit. Wir vermuten, dass es so um die 200 bis 250 Gramm gewesen sind. Das ist mit Sicherheit mehr, als man jetzt hier noch vorgaukeln könnte, zum Eigenbedarf haben zu können. Die zwei müssen sich auf jeden Fall vor Gericht verantworten wegen Verstoß Betäubungsmittelgesetz. Und ganz ehrlich, da kommen ein paar Jahre Knast zusammen. Auch der Fahrer des Wagens hat später zugegeben, dass sein Komplize und er als Drogenkuriere unterwegs waren. Zur Tarnung hatten sie einen Platz im Auto im Internet angeboten. Während der Tour erhielten sie plötzlich die Order, nach Duisburg statt nach Frankfurt zu fahren. Deshalb mussten sie die Mitfahrerin loswerden. Als die Polizei auftauchte, hat der Beifahrer seinem Kollegen die Nase demoliert und die Drogen in die Reisetasche gelegt, um die Beamten zu täuschen.